Um es gleich vorweg zu sagen, ich selber sehe das mit dem Rübenzucker nicht so kritisch. Schon gar nicht denke ich, dass er weniger natürlich ist als beispielsweise das, was wir hierzulande als Stevia kaufen können. Bei Birkenzucker mache ich eine Ausnahme. Denn auch wenn er nicht aus Birken hergestellt wird, kann er doch ein sinnvoller Ersatz für Rübenzucker sein. Deshalb habe ich mehrere Rezepte, die recht viel Zucker enthalten, mal mit Birkenzucker ausprobiert. Hier kommt jetzt der Holunderblütensekt. Dieses Jahr gibt es wirklich unfassbar viele Holunderblüten. Und auch wenn ich normalerweise damit geize, weil ich die Beeren haben will, kann ich diesmal aus dem Vollen schöpfen. Das ursprüngliche Rezept habe ich mal etwas abgewandelt und vereinfacht. Vor allem sind es jetzt nicht mehr 20 Liter, sondern nur noch 10. Aber von vorne. Du brauchst erst einmal 15 schöne große Blütendolden. Optimal an einem trockenen Vormittag gepflückt, von denen wir im Moment ja recht viele haben. Fernab von Straßen oder Ähnlichem, versteht sich von selbst. Und diese Blüten schüttelst du gut aus, damit keine Tierchen drin sind. Außerdem benötigst du 10 Liter Wasser, 3 Bio-Zitronen, in Scheiben geschnitten, so dick wie diese hier ungefähr, 30 Gramm Weinsteinpulver, das hole ich immer in der Apotheke, und 1 Kilogramm Birkenzucker. Und du brauchst ein großes, sauberes Gefäß mit passendem Deckel und mit mehr als 10 Litern Inhalt. Bei mir ist das dieser Eimer. Jetzt können wir schon loslegen. Das Wasser kommt bis auf einen Rest von ca. einem halben Liter in diesen Eimer, der Weinstein auch. Mit dem restlichen Wasser wird der Birkenzucker aufgelöst, was am besten durch Erhitzen funktioniert. Auch das Zuckerwasser kommt dann in das Gefäß. Jetzt schüttle ich die Holunderblüten vorsichtshalber noch einmal, die dicken Stiele habe ich vorher abgeschnitten, und lege die Blütendolden nacheinander auf die Flüssigkeit. Mit einem Löffel drücke ich sie ein bisschen unter Wasser, damit alles benetzt ist. Und zum Beschweren lege ich jetzt die Zitronenscheiben oben drauf. So sieht das aus, wenn es fertig ist. Und jetzt kommt einfach der Deckel drauf und ich mache 2 oder 3 Tage lang gar nichts. Na gut, vielleicht zwischendurch ab und zu mal umrühren. Nach diesen 2 bis 3 Tagen fische ich das Grobe schon mal mit einem Schaumlöffel aus dem Eimer, die Blütenblätter, die noch drin sind, mit einem Sieb. Und dann kann der Holunderblütensekt schon in die Flaschen. Auch hier gieße ich ihn dann nochmal durch ein feineres Haarsieb. Ein bisschen trüb ist er durch die Zitrone. Ob da dann irgendwann tatsächlich Alkohol entsteht oder nicht, ist noch nicht endgültig geklärt. Aber gerade zu Anfang dürfte das gegen Null gehen. Der Sekt perlt zwar dann noch nicht und der mit dem Birkenzucker angesetzte perlt bei mir auch später nicht, aber er schmeckt genauso gut wie das Original mit dem Rübenzucker. Falls du das auch mal ausprobierst, viel Spaß dabei und lass es dir schmecken.